Hallo zusammen, hier ist wieder der Marco. Ihr habt euch ein Metallarmbanduhr gekauft und möchtet das Band kürzen, dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Ich zeige euch zwei Möglichkeiten, wie ihr das ganz einfach selber machen könnt. Zum einen mit vernünftigem Uhrenmacherwerkzeug, aber auch mit Gegenständen, die ihr bestimmt irgendwo zu Hause rumfliegen habt. Alle meine Empfehlungen findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox. Viel Spaß dabei! Bevor wir loslegen, möchte ich euch gerne erstmal die Funktionsweise erklären, das heißt, wie wird so ein Metallarmband eigentlich zusammengehalten? Diese Armbänder bestehen nämlich aus einzelnen Gliedern und jedes Glied wird von einem gebogenen Metallstift gehalten. An der einen Seite, wie ihr seht, ist er etwas größer und sorgt somit für die nötige Stabilität. Die ganze Kunst, ein Metallarmband zu kürzen, besteht also darin, diesen vermaledeiten Drahtstift in die richtige Richtung rauszudrücken. Schaut dafür zur Orientierung einmal auf die Innenseite von eurem Armband. Im Idealfall findet ihr da einen Pfeil, der euch die Richtung anzeigt, die der Stift gedrückt werden muss. Zeigt der Pfeil in beide Richtungen, sind also auch beide Richtungen möglich. Bei diesem Armband hier haben wir gar keinen Pfeil zur Verfügung. Da könnt ihr an der Seite schauen, wo der Stift bündig sitzt. Da, wo der Stift genau mit dem Armband abschließt, da sitzt der breitere Kopf und auf der Rückseite habt ihr eine kleine Kerbe. In dieser kleinen Kerbe fangt ihr an, den Stift nach außen zu drücken. Schnappt euch nun im nächsten Schritt eure Uhr, zieht die einmal an und schaut euch die Länge der Bänder exakt an. Hintergrund ist natürlich der, dass im Zielbild das Ziffernblatt und der Verschluss möglichst gerade sitzen müssen und nicht eine Seite viel kürzer sein darf als die andere, sonst hängt halt die Uhr schief. Ihr werdet sehen, eine Seite ist immer etwas länger und hier nehmt ihr halt genau die Glieder weg, die ihr braucht, damit die Uhr sitzt. Wie vorher schon gesagt, ist das Kunststück bei dem Ganzen jetzt diesen Stift in die richtige Richtung rauszudrücken. Das funktioniert im Grunde mit allem, was halt so einen winzigen und möglichst stabilen Kopf hat. Ich weiß, viele andere YouTube-Kanäle suggerieren bei solchen Themen, es ist immer ganz einfach, dauert 2 Sekunden und ist gar kein Problem. Ich will ehrlich zu euch sein, ich habe natürlich alle Möglichkeiten ohne Spezialwerkzeug ausprobiert, nämlich den Pin von einem SIM-Karten-Slot, eine aufgebogene Heftklammer, ein Feinmechanikerschrauber, Schraubenzieher, eine Reißzwecke oder auch eine dicke Nähnadel. Offen gesagt ist es echt fummelig, ihr zerkratzt euch die Uhr, es braucht ewig, mir sind 2 Nadeln abgebrochen und es macht echt überhaupt keinen Spaß und geht vor allen Dingen auch echt nicht schnell. Ich kann euch nur echt ans Herz legen, gebt 5 Euro oder vielleicht mal 10, 15 Euro für so ein vernünftiges Werkzeugset aus. Das könnt ihr 20 Jahre benutzen und habt nie wieder ein Thema damit. Mit diesen Haushaltsgegenständen, ja, es ist möglich, aber die Uhr sieht nachher, wie ihr hier seht, höchstwahrscheinlich so aus. Und meine Uhr zu kürzen, nutze ich also diese Schraubzwinge, die es für ein paar Euro im Internet gibt. Damit ist es in 2 Sekunden erledigt. Achtet aber auch dabei wirklich gut darauf, dass der Stift auch genau überhalb von diesem Drahtkopf sitzt, weil ansonsten kann die Uhr auch an der Seite schnell zerkratzen. Meine Empfehlungen habe ich euch wie immer unten in der Infobox verlinkt. Ob ihr den Stift zur richtigen Richtung rausgedrückt habt, erkennt ihr sofort daran, ob der gebogene Kopf oben ist. Falls ja, könnt ihr den Stift wirklich einfach mit der Hand ohne großen Kraftaufwand rausziehen. Sollte es euch mal passiert sein, dass ihr in die andere Richtung drückt, ist es auch kein Weltuntergang. Nehmt einfach eine Zange, haltet die Uhr ordentlich fest und zieht mit ein bisschen Wackeln nach oben und unten ordentlich dran, dann kommt der Stift auch noch raus. Die ganze Prozedur wiederholt ihr 2-mal und der aktuelle Stand müsste so aussehen, dass ihr wie in meinem Fall zum Beispiel diese 3 Glieder jetzt wirklich separiert habt, die beiden Stifte daneben liegen und die Uhr müssen wir jetzt einfach an der richtigen Stelle wieder zusammensetzen. Vorm Zusammenbauen würde ich euch empfehlen, die Uhr kurz nochmal ans Handgelenk zu legen und zu schauen, ob ihr euch auch nicht vertan habt. Falls alles passt, könnt ihr die Uhr jetzt wieder zusammenbauen. Ich habe mich in diesem Fall beispielsweise um ein Glied vertan. Das ist also kein Problem. Das setzen wir einfach wieder ans Uhrenarmband ran. Der Stift wird unter leichtem Druck bis ganz zum Ende reingedrückt und die letzten Zentimeter klopfen wir im Idealfall mit einem Gummihammer oder vorsichtig mit dem richtigen Hammer runter. Wer gar keinen Hammer zur Verfügung hat und auch eine recht billige Uhr hat, kann auch einfach die Uhr an den Tischrand kurz runterklopfen, dann geht der Stift auch rein. Achtet beim Zusammensetzen bitte darauf, dass es ja eventuell noch unsere Pfeilrichtung gibt, die es zu beachten gilt. Das heißt, wenn der Pfeil nach unten zeigt, setzt mit dem schmalen Stift oben an und drückt es so wieder rein, dass der Kopf oben wieder bündig mit dem Armband schließt. Und das war's auch schon. Wir haben unser Uhrenarmband erfolgreich gekürzt. Jetzt könnte es aber sein, dass ihr sagt, ja, die Uhr passt jetzt zwar deutlich besser, aber so ein bisschen Luft ist da immer noch und genau für die Problematik gibt es noch einen echt coolen Trick. An der Seite vom Verschluss findet ihr nämlich 3 bis 5 kleine Löcher, die euch noch die Möglichkeit geben, das Armband etwas enger zu ziehen, ohne ein zusätzliches Glied zu entfernen. Beachtet dabei bitte einen großen Unterschied. Der Stift, der an der Seite vom Verschluss sitzt, der wird nicht komplett an der anderen Seite rausgeklopft, sondern hat 2 Enden, die eine kleine Feder haben. Diese müssen einfach nur kurz zusammengedrückt werden und das Armband löst sich schon sofort. Beim Wiedereinsetzen ist die Prozedur also auch relativ einfach. Leicht schräg halten, unten einsetzen und dann im Idealfall mit einem kleinen Schraubenzieher das Ende so runterdrücken, dass es unter den Verschluss einrastet. Noch ein bisschen nach links und rechts positionieren und schon habt ihr euer Armband noch um einen ganz kleinen Teil gekürzt. Und für alle, die sagen, boah, ist ja schön und gut, aber ich habe eigentlich keinen Bock mehr, so ein Uhrenwerkzeug selber zu kaufen, die können herzlich gerne an meiner Verlosung teilnehmen. Und zwar der oder diejenige, die mir bis zum 1.
01.11.2017 in die Kommentare die witzigsten, kreativste oder spektakulärste Art und Weise, ein Uhrenarmband zu kürzen, schreibt, wird von mir persönlich angeschrieben und bekommt als Gewinn dieses Uhrenwerkzeug zugeschickt. Und an dieser Stelle wie immer vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen, war informativ. Und falls noch Fragen offen geblieben sind, schreibt mir die gerne unten in die Kommentare. Ich probiere kurzfristig zu antworten. Alle Empfehlungen für das Werkzeug, was ihr am besten nutzen könnt, findet ihr wie immer in der Infobox unter dem Video. Und wenn ihr mich unterstützen wollt und keine Videos mehr verpassen möchtet, abonniert herzlich gerne meinen Kanal oder gebt mir einen Daumen rauf unter diesem Video. Bis dahin, vielen Dank, macht's gut. Ciao, euer Marco.